Ich bin Patrick und das ist eine Live-Tour, die wird online gefilmt, auf YouTube gestellt. Also wenn ihr gerade am Schauen seid, bin mir sicher, wir haben Millionen von Viewers, dann einfach don't be shy, seid nicht scheu und fragt alle Fragen, die ihr fragen wollt, in der Kommentarblase auf dem Channel, wo es ausgestrahlt wird. Und ja, der erste Ort, wo wir uns treffen, ist der Paradeplatz. An einem Mittwoch, das heißt eigentlich ein ziemlich voller Ort, würde ich mal sagen. Da sind die fleißigen Banker, die fleißigen Leute am Arbeiten, aber heute ist es ein bisschen ruhiger. Dennoch sind wir immer noch im finanziellen Herzen von Zürich. Vor der zweitgrößten Bank, der Credit Suisse, und zu meiner Rechten ist die UBS, die größte Bank der Schweiz. Also die beiden Wettbewerber sind nahe beieinander. Aber das war nicht immer einer der teuersten Plätze der Welt. Wenn man jetzt mal auf die linke Seite schaut, zum Savoy Hotel, dort drüben, sieht man, beim Savoy Hotel waren die alten Stadtmauern. Und da war die Altstadt vor 150 Jahren fertig. Zürich war nicht so eine Großstadt. Jetzt ist es natürlich eine riesige Metropole mit einer halben Million Einwohnern. Aber vor 150 Jahren waren das etwas mehr als 140.000 Einwohner. Und ja, wir sind jetzt außerhalb der historischen Altstadt, trotzdem in einem Viertel, das Anfang 20. Jahrhundert ziemlich gewachsen ist. Nämlich, wo die Stadtmauern fertig sind, da war ein Markt, wo wir jetzt stehen. Ein Markt, wo die Bauern aus dem Umland gekommen sind und gehandelt haben. Und die Bauern haben vor allem das Fleisch gehandelt, das am meisten gegessen wird in der Schweiz. Schweinefleisch. Das heißt, der Name, den dieser Markt hatte bis im Jahre 1830, ist der Soymärt oder der Schweinemarkt sozusagen. Soy ist Schweizerdeutsch für Sau, Schwein, genau. Und ja, die Bauern kamen hierher, haben mit ihrem Schweinefleisch gehandelt. Jetzt ist die Frage, ist das immer noch ein passender Name? Würden sich die beiden Großbanken freuen? Oder würden wir uns freuen, wenn wir die Free Walking Tour hier am Schweinemarkt starten würden? Aus diesem Grund wurde er neu benannt, nämlich im Jahre 1870 wurde der Platz umbenannt in Paradeplatz, der Platz der Paraden. Wieso Paradeplatz? Es gab gar nicht viele Paraden hier, aber, wie wir später auf der Tour sehen werden, ist das mittelalterliche Zeughaus sehr nahe von hier. Das heißt, ein paar einzelne Militärparaden haben hier gestartet. Und das ist einfach ein schöner Name. Also hat sich der Name Paradeplatz eingebürgert. Und wieso haben wir Militärparaden? Man hört doch immer von der friedlichen, neutralen Schweiz. Weil wir haben trotzdem eine der größten Armeen im Vergleich zur Anzahl der Bevölkerung, weil wir ein Milizsystem haben. Aber wir wurden seit über 200 Jahren nicht mehr angegriffen oder erobert. Also was kann unsere Armee noch groß machen heutzutage? Paraden. Wegen dem haben wir eine Armee, die nur Paraden macht und historisch auch ausgehend vom Paradeplatz, dem Platz der Paraden. Aber jetzt würde ich euch doch eines dieser schönen Bankgebäude mal von innen zeigen. Willkommen im Lichthof der Credit Suisse, der zweitgrößten Bank der Schweiz. Diese wunderschönen griechischen Säulen geben den Eindruck, dass das Gebäude schon 2000 Jahre alt sein könnte. Das ist aber nicht der Fall. Es ist etwas älter als 100 Jahre. Das nennt man den neoklassizistischen Stil. Das heißt, lassen Sie sich nicht täuschen.
Wir sind in einem doch relativ modernen, schönen Bankgebäude und alle Banken und schönen Häuser wurden hier Anfang 20. Jahrhundert gebaut. Das ist eine Free Walking Tour, wegen dem zeige ich auch kurz unsere Zürich Map. Wenn Sie sonst auf die Free Walking Tour kommen, sehen Sie hier unsere Map und unseren Survival Guide, wie wir es nennen. Ist nur auf Englisch vorhanden, aber ich denke, Sie finden sich da schon zurecht, weil es hat nämlich auch praktischerweise eine Karte, wo man das öffentliche Verkehrsnetz, das immer noch funktioniert in Zürich, sieht. Und wir haben eine wunderschöne Karte der Zürcher Altstadt mit einigen Cafés und Restaurants, wo hoffentlich auch noch eins oder zwei offen sind. Werden wir dann gleich sehen, wenn wir endlich wieder mal eine Free Walking Tour haben, nach über 2 Monaten. Da freue ich mich auch wirklich drauf. Und ja, das ist unsere wunderschöne Stadt auf einer Karte. Aber wir werden es ja gleich live sehen, also müssen wir nicht auf der Karte es anschauen. Ich verteile diese Karten immer an alle Teilnehmer, weil ich sage immer, wenn man verloren geht, ist es besser, man hat eine Karte. Auf der Rückseite hat es dann auch noch mehr Informationen zu allen anderen Touren, die wir anbieten und zu allen anderen Städten, wo es auch Free Walking Tours gibt in der Schweiz. Und ja, wir sind ja die Nummer 1 auf TripAdvisor nach wie vor, also kommen Sie bitte auf unsere Tour auch mal in Person an, wenn das wieder geht. Ja, ich mache trotzdem hier immer einen kleinen Witz über das Trinkgeld. Ich denke, jetzt ist es ziemlich leer. Man sieht, so ein reiches Land hat nicht so viele Münzen in diesem Brunnen. Normalerweise werden hier die Münzen reingeworfen. Und normalerweise sage ich immer, ja, Sie sind jetzt in die Schweiz gekommen, vielleicht von weit her, von Australien, Amerika, Asien, und Sie haben jetzt diese komische Währung, die Sie nirgends brauchen können auf der ganzen Welt. Und klar, man kann einfach diese komische Währung, den Schweizer Franken, in einen Brunnen werfen und denken, das bringt einem Glück. Aber ich sage immer, geben Sie doch Ihr Geld, das Sie nicht mehr brauchen können, wenn Sie die Schweiz wieder verlassen, Ihrem Free Walking Tour Guide am Ende der Tour. Weil es ist eine Free Tour, aber jeder kann entscheiden, was die Tour wert ist. Das heißt, es ist Trinkgeld basiert, es ist so, dass jeder bestimmen kann, wie viel die Tour wert ist, und es ist der einzige nicht bezahlte Job in der Schweiz, sondern es ist komplett von Ihnen abhängig, wie viel die Tour wert ist. Also, up to you to decide, und Sie können alle Schweizer Franken, die Sie nachher nicht mehr brauchen können, ganz legal loswerden am Ende der Tour. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt bei dieser Live-Tour natürlich nicht der Fall, sondern möchte ich Ihnen einfach so die Stadt Zürich zeigen. Aber trotzdem sind wir bei sehr viel Geld, sehr vielen Wertschätzen hier. Nämlich könnte ein Kameramann vielleicht auf der Mona Lisa stehen. Ich weiß es nicht genau. Oder ich stehe auf der Mona Lisa. Nein, es hat nämlich nicht nur ganz viele Goldbarren hier im Untergrund, sondern auch eine Kopie der Mona Lisa. Als Leonardo da Vinci begonnen hat, sein Meisterwerk zu vervollständigen, hat er ein paar Entwürfe gemacht. Und einer dieser frühen Entwürfe befindet sich in einem Safe unter dem Paradeplatz. Und das ist eine Gesellschaft von Kunsthistorikern und Millionären, die sich ja, für Da Vinci interessieren und die das hier einfach in einem Safe lagern. Es ist nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Also wir stehen auf unermesslichen Wertschätzen, die wir uns leider gar nicht anschauen können. Aber was wir uns anschauen können, ist die wunderschöne Stadt Zürich. Und das machen wir jetzt gleich. Hier ist die Bahnhofstraße. Hier ist die Bahnhofstraße. Ja, mein Gast hat eine Frage. Ja. Wir überqueren soeben die Bahnhofstraße, eine der teuersten Straßen der Welt und eine der teuersten Shoppingmeilen der ganzen Welt.
aber heute müssen wir trotz Mittwoch keine Angst haben, dass meine Gäste beim Window-Shopping verloren gehen könnten. Weil man kann leider keine Louis Vuitton-Taschen oder Uhren kaufen. Trotzdem kann man in dieses wunderschöne Gebäude rein. So. Kommen Sie rein. So, noch mehr Hände desinfizieren. Schon gesehen, das ist ein wunderschönes Jugendstil-Dach. Wir sind in einem Gebäude, das einmal der Hauptsitz der ältesten Bank von Zürich und einer der ältesten Banken der Schweiz war, der Bank Neu. Und Sie müssen sich das so vorstellen, in der Bank Neu, da sind die Leute mit Geldkoffern reingelaufen und haben ihre Gelder hier in der Schweiz deponiert. Wir sind ja bekannt für unser Bankwesen und auch das Bankgeheimnis, das 1936 eingeführt wurde und das es den Leuten ermöglicht hat, anonym Gelder zu platzieren. Das hat natürlich negative Allokationen gehabt, dass Gelder aus kriminellen Aktivitäten oder von Steuersündern in der Schweiz landen konnten, aber auch positive Allokationen, da wirklich die Privatsphäre sehr geschätzt wurde und auch Minderheiten während vielen Kriegen ihre Gelder sicher in die Schweiz bringen konnten, ohne dass diktatorische Regimes sie komplett enteignet haben. Aber heutzutage ist das nicht mehr ganz so extrem mit der Privatsphäre, sondern man hat auch einen Informationsaustausch und das Bankgeheimnis gibt es nicht mehr in dieser Form wie 1936. Auch das ist mitunter vielleicht ein Grund, wieso es hier kein Bankgebäude mehr ist, sondern dieses Gebäude wurde aufgekauft von den Uhrenmachern von Swatch Group 2008. Das war die letzte Weltfinanzkrise. Und es gehörte mal der Credit Suisse. Die Credit Suisse hat nämlich diese kleine Zürcher Bank, die Privatbank Neu, aufgekauft. Neu ist übrigens Schweizerdeutsch für Löwe, das heißt die Löwenbank. Und man sieht manchmal auch bei der Credit Suisse einen Löwen neben dem Schriftzug. Und ja, die Credit Suisse hat ein bisschen Geld gebraucht in der letzten Weltwirtschaftskrise. Sind wir ja fast wieder so weit leider. Und was haben sie gemacht? Sie haben ein einziges Gebäude verkauft. Weil in den USA sind damals die Immobilien zusammengebrochen, aber nicht hier in der Schweiz. Ein einziges Gebäude zu verkaufen, war genug Geld für die Credit Suisse, um da über die Runde zu kommen. Da muss schon ein großer Betrag bezahlt worden sein. Ja? Man sieht hier nur etwa ein Drittel vom Gebäude. Alles unter Denkmalschutz und 4 Stockwerke hoch. Aber es wurde der wahnsinnig hohe Preis von 320 Millionen Schweizer Franken bezahlt für das ganze Gebäude inklusive dem Boden. Und in der Regel wird der Boden gar nicht verkauft. Also war das dann eines der Verkaufsgeschäfte der Swatch Group, wo jetzt die Luxusmarken Omega oder Rolex die Swatch gehören verkauft werden. Aber so viel über die Banken. Ich würde sagen, der zweite Teil der Tour wird etwas mittelalterlicher und dann am Schluss werden wir sogar noch die römischen Wurzeln der Stadt erleben.
ist ganz zufrieden. Er hat noch nicht so viele Fragen gestellt. Ich hoffe, Sie haben schon ein paar Fragen in der Online-Community. Aber der Pedro ist ganz glücklich mit dem Inhalt, wie es aussieht. Hier sieht man noch den Zeughauskeller und das ist der Ort, wo das mittelalterliche Zeughaus war. Also von hier haben diese Militärparaden gestartet. Heutzutage ist es ein Restaurant, wo es gutes traditionelles Schweizer Essen gibt, aber wo man immer noch die mittelalterlichen Waffen an der Wand sieht. Und jetzt sehen Sie vielleicht auch, der Boden ändert sich etwas. Wir laufen jetzt in die Zürcher Altstadt. Wenn Sie einmal Durst haben in der Stadt Zürich, ist das kein Grund zur Sorge, denn die Free Walking Tour ist nicht das einzige, das gratis ist, sondern es gibt auch hochwertiges Wasser, das gratis ist. Ich bin ganz stolz zu sagen, dass wir sogar einen kleinen Weltrekord haben hier in dieser Stadt. Wir haben nämlich 1200 Brunnen in der Stadt Zürich und alle 1200 Brunnen enthalten Trinkwasser, sehr gutes Trinkwasser. Ich werde es Ihnen gleich beweisen. Die Stadt Zürich müsste ein Warnschild platzieren, in dem man Wasser einmal nicht trinken dürfte. Aber die Qualität ist so gut, es ist so frisch, dass es sogar einen Namen hat, dass wir nämlich unser Brunnen oder auch Leitungswasser, das Zürichwasser nennen. Also das ist ein kleiner Budget-Tipp, wenn Sie schon viel investiert haben, um gut traditionell zu essen in der Schweiz, was ja leider eines der teuersten Länder ist auf der ganzen Welt, dann ist es nicht unhöflich zu sagen, ich hätte einfach gerne Zürichwasser. Dann kriegen Sie einfach Wasser aus der Leitung. Und viele Restaurants beginnen sogar, zwar einiges weniger, als für eine Flasche, aber beginnen, Geld für das Zürichwasser zu verlangen. Also es kostet bis zu 5 Franken für eine Karaffe Wasser. Das heißt, Sie haben immer noch viel Geld gespart und hätten mehr für ein Trinkgeld für Ihren Geist über am Ende der Tour. Wir gehen jetzt zur Frau Münsterkirche. Das ist die Frau Münsterkirche, die zweitälteste Kirche der Stadt Zürich. Und die Geschichte der Kirche geht zurück bis ins 12. Jahrhundert. Ich beginne mit der Geschichte von Karl dem Großen. Wenn man hier über den Fluss sieht, sieht man zwei Türme. Das ist die älteste Kirche von Zürich, das Großmünster, das Karl der Große noch eigenhändig errichtet hat. Und dann, etwa 200 Jahre später, hat sein Urenkel nur eine Tochter gehabt und keinen Sohn. Und diese Tochter war trotzdem sehr, sehr mächtig, weil sie aus der Familie des Kaisers kam. Sie wurde nach Zürich geschickt. Und was hat die Tochter gemacht? Sie hat Medizin studiert.
Und als sie 30 geworden ist, hat sie ein schönes Geschenk gekriegt von ihrem Vater, Ludwig dem Deutschen. Nämlich eine Kirche. Oder besser gesagt, ein Kloster, ein Frauenkloster. Denn als anständige Frau sollte sie doch ins Frauenkloster gehen, statt Ärztin zu werden. Das fand sie nicht so eine tolle Idee. Also ist diese Tochter von Ludwig dem Deutschen, die Hildegard, zwar die erste Äbtissin von Zürich geworden, aber sie hat sich gesagt, wir machen das Ganze doch ein bisschen schöner, ein bisschen bunter. Wir wollen kein langweiliges Klosterleben führen. Also haben sie und ihre Kolleginnen jederzeit aus diesem Kloster raus dürfen und auch Kleider anziehen dürfen, die sie wollten. Sie kamen ja aus der Kaiserfamilie, also waren eigentlich die wichtigste Familie in der ganzen Stadt sozusagen im 12. Jahrhundert. Und so ist diese Kirche, das Frau Münster, entstanden. Man sieht hier eine Tür. Kommen Sie ein bisschen näher. Man sieht hier eine Tür. Und die Frauen von Frau Münster haben gesagt, jeder ist willkommen in der Kirche. Wir machen jeden Samstag einen Markt. Aber weil man in ein Kloster, eine Kirche kommt, muss man eine gewisse Art von Bescheidenheit zeigen. Also durften die mittelalterlichen Gewänder der Frauen nicht breiter als so sein, damit sie hier durch diese Tür noch durchgepasst haben. Dann sind sie reingekommen und zum Markt. Ich werde gleich zeigen, wo dieser Markt war im Mittelalter. Ja genau, hier sehen Sie den Kreuzgang nochmals mit etwas störendem Lärm. Hier waren diese wunderschönen Märkte und da waren alle Frauen und die Frauen von Frau Münster waren sehr einflussreich. Eben, sie kamen aus der Familie des Kaisers Karl des Großen und das heißt, sie haben bei diesen Märkten alle Händler getroffen, das waren die Männer. Frauen durften im frühen Mittelalter keinen Handel direkt betreiben, aber was haben die schlauen Frauen gemacht? Sie haben die Währung eingeführt. Die erste Zürich-Münze ist hier von Frau Münster geprägt worden. Und zudem haben sie auch gesagt, ja, vielleicht sollte der Herr oder der Herr mal Bürgermeister werden. Und so war die Welt für die Frauen in Frau Münster völlig in der Ordnung. Etwa vom 11. Jahrhundert bis Mitte des 14. Jahrhunderts. Und im Jahre 1336, da ist ein sogenannter Rudolf Brun an die Macht gekommen. Rudolf Brun hat nämlich das Zunftwesen gegründet. Das heißt, alle Händler haben sich in einem kartellähnlichen Verband zusammengeschlossen und die Märkte und die Preise kontrolliert. Und Rudolf Brun hat dieses System gegründet. Also können Sie sich vorstellen, dass er ziemlich viel Macht hatte. Und Rudolf Brun hat sich gesagt, gut, ich werde Bürgermeister von Zürich 1336. Die Frauen haben gesagt, no way. Und irgendwie ist Rudolf Brun trotzdem Bürgermeister geworden. Und nicht nur das, man sieht sogar einen Ritter dort hinten im Hof, das ist Rudolf Brun. Das heißt, Rudolf Brun hat sich sogar im Frau Münsterhof platziert. Als Machtsymbol. Und ja, irgendwie hat dieser Machtkampf zwischen der Kirche und den Händlern, zwischen den Frauen und den Männern, einen einseitigen Sieger gefunden. Und für die nächsten 500 Jahre im Mittelalter wurde der Bürgermeister von der Zunft bestellt und haben die Männer Zürich regiert.
Aber 1798 haben uns die Franzosen erobert und die Franzosen haben uns die Demokratie gebracht von der Französischen Revolution. Das heißt, wir konnten dann selber wieder frei unseren Bürgermeister wählen. Und raten Sie mal, wer heutzutage Bürgermeister ist? Eine Frau, Corinne Mauch. Wir haben wiederum eine Bürgermeisterin in Zürich. Wie es im frühen Mittelalter progressiv der Fall war. Bitte kommen Sie über die wunderschöne Münsterbrücke, die Zürichs zweitälteste mit Zürichs ältester Kirche verbindet, mit dem Großmünster. Im Mittelalter war das Großmünster bloß eine Kirche für die Männer. Das Wetter noch ein bisschen klarer ist, sehen Sie hier die Voralpen. Das Wetter noch ein bisschen klarer ist, sehen Sie hier die Voralpen. Diese Berge sind bis zu 3500 Meter hoch. Schauen Sie auf den Turm. Hier auf dem rechten Turm sehen Sie den Gründer der Kirche, Karl den Großen. Karl der Große? Ja. Karl der Große hat diese Kirche, das Großmünster, im 9. Jahrhundert erbaut. Man sieht ihn oben auf dem Turm mit seinem Schwert, seiner Krone und seinem Zepter. Das zeigt, dass Karl der Große ein christlicher Kaiser war, der sowohl religiös als auch militärisch einen Machtanspruch über die Stadt Zürich hatte. Und Karl der Große, ja, war einer der bedeutendsten Kaiser im 9. Jahrhundert. Er hat fast ganz Westeuropa erobert. Und Karl der Große hat das Fundament dieser Kirche im 9. Jahrhundert gebaut. Das heißt, es ist die älteste Kirche von Zürich. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Sie sehen hier zur Rechten den roten kleinen Turm. Vergleichen Sie mal den roten Turm mit den anderen. Dieser rote kleine Turm ist der sogenannte romanische Stil und geht effektiv zurück ins 9. Jahrhundert.
Allerdings wurde die Kirche im 15. Jahrhundert von einem Blitz getroffen und der größte Teil dieser Kirche ist niedergebrannt. Das heißt, nur ein kleiner Teil ist wirklich romanisch und aus dem 9. Jahrhundert. Zürich hat sein Symbol, seine älteste Kirche, verloren. Das wollte natürlich die Zürcher Bevölkerung nicht so hinnehmen. Und viele Menschen haben Geld gespendet, nicht nur Gläubige, auch Menschen aus dem Umkreis von Zürich. Es ist ganz viel Geld zusammengekommen, damit man wieder eine Kirche bauen konnte im 15. Jahrhundert. Und der Architekt hat sich entschieden, etwas Mutiges zu tun mit diesem hohen Budget. Er hat gesagt, well, ich baue jetzt etwas in einem schönen neuen Stil. Also hat er zwei gotische Türme auf dem romanischen Fundament errichtet. Und so hat Zürich wieder eine schöne Kirche für jede Postkarte, das Großmünster. Und die Welt ist in Ordnung. Naja, nicht ganz. Wenn heutzutage etwas abbrennen würde, dürfte man nicht in einem völlig anderen Stil wieder aufbauen. Das heißt, viele Leute, die Geld gespendet haben, waren nicht so zufrieden mit dem Ergebnis. Und deswegen nennen die lokalen Leute von Zürich das Großmünster auch den Salz- und Pfefferstreuer. Es sieht ein bisschen aus wie ein Salz- und Pfefferstreuer, oder? Wenn Sie es sich nochmal anschauen. Haben Sie wieder einmal eine Statue? Super. Einfach nur mit Online. Das Großmünster auch war die Schalt- und Waldzentrale der Reformation, die im 15. Jahrhundert angezettelt wurde von Huldrych Zwingli, nämlich etwa gleichzeitig als Martin Luther die Reformation in Deutschland vorangetrieben hat. Und die beiden waren in Kontakt, waren auch gut befreundet. Man sagt, es ist ganz ähnlich abgelaufen, nur Zwingli war noch ein bisschen gründlicher als Luther. Das heißt, man ist zurück zu den Wurzeln. Man hat gesagt, zu schöne Dekoration ist nicht erlaubt, man muss bescheiden sein. Und man hat auch viele der ursprünglichen Dekorationen in der Kirche leider vernichtet. Aber die protestantische Kirche hat sich im 20. Jahrhundert gesagt, ganz so schlicht und bescheiden wollen wir doch nicht sein in Zürich. Dekorieren wir es doch schön und neu. Das heißt, ich kann Ihnen wirklich empfehlen, sich das mal von innen anzuschauen. Es hat wunderschöne Kirchenfenster von Augusto Giacometti. Und wenn Sie auf diese wunderschöne Tür sehen, sehen Sie oberhalb die Kirchenfenster von Vitro Sigmar Polke. Und das sieht schon fast ein bisschen wie moderne Kunst aus, meiner Meinung nach. Also das wurde gegen Mitte des 20. Jahrhunderts so wunderschön ausgestaltet und sieht teilweise fast eher wie ein Museum aus als eine Kirche. Wirklich eine wunderschöne Kirche von innen, das Großmünster. Und wenn man mal drinnen ist, kann man auch noch auf den Turm hoch und eine wunderschöne Aussicht genießen. Hier sieht man das Les Désalées. Les Désalées ist ein Restaurant, das Schweizer Spezialitäten anbietet, also Raclette Fondue. Hört sich etwas Französisch an, ja, das kommt auch aus dem französischen Teil der Schweiz.
Haben Sie Fragen? Haben Sie sich gewundert, was alles die Essensspezialitäten der Schweiz sind? Sie haben eben vorher im Le Désolé Fondue und Raclette gehört. Aber es gibt natürlich auch Deutschschweizer Spezialitäten. Wir essen eher Würste oder Rösti oder alles gut, der ist okay. Essen eher Rösti oder Würste oder trinken eher Bier. Und hingegen, im französischen Teil der Schweiz, trinkt man eher Wein, isst man eher Käse. Die gute Spezialität vom französischen Teil, also die Wein- und Käsespezialitäten, haben es auch hier in die Deutschschweiz geschafft, wo etwa zwei Drittel der Bevölkerung der Schweiz leben. Und unsere Rösti hat es leider nicht so gut in den französischen Teil geschafft. Das heißt, wenn Sie eine gute Rösti essen wollen, dann müssen Sie in ein Zunfthaus gehen in der Stadt Zürich. Zum Beispiel das Haus hier hinter Ihnen, das nachher Sie auf dem Film sehen werden, das Zunfthaus zur Zimmerleuten, hat sehr, sehr tolle Rösti. Aber weil wir leider keine Rösti haben im französischen Teil des Landes, nennen wir die Sprachbarriere, die Sprachgrenze, umgangssprachlich auch den sogenannten Röstigraben. Das heißt, nach Bern wird eine ganz komische Sprache gesprochen und man findet keine Rösti mehr, nämlich Französisch. Genau, das ist das Zunfthaus zur Zimmerleuten. Hier links, hier ist das Rathaus der Stadt Zürich und das Rathaus ist immer noch aktiv, es trifft sich ja vielleicht jetzt zu der Zeit nicht, aber sonst jeden Mittwoch das Parlament der Stadt Zürich und auch das Kantonsparlament in diesen Räumen. Und man sagt, Sie haben es vielleicht auch gemerkt, man sagt, dass diese Seite des Flusses etwas lebendiger ist. Es hat hier viele Cafés und Restaurants. Auf der anderen Seite der Limmat, unserem Fluss, sieht man hingegen mehr Geschäfte und Banken. Also das heißt, auf der Seite hier, der Fluss wird eher bearbeitet und auf der anderen Seite wird eher Party gemacht. Jetzt ist die Frage, wenn hier hinter mir die Partyseite ist und auf der Seite vom Fluss, die Seite, wo gearbeitet wird, wieso ist denn das Rathaus auf der Partyseite gelandet? Hinter mir sehen Sie nicht nur das älteste Hotel von Zürich, sondern auch
vor 2000 Jahren der Ort, wo ein römischer Hafen war. Das heißt, einer der allerältesten Orte der Stadt. Und ich zeige Ihnen gleich, was die Römer in der Nähe ihres Hafens auch noch so gebaut haben. Einmal die große Sehenswürdigkeit unter dem Boden. Hier unter dem Boden haben Sie wahrscheinlich gesehen, dass diese Pfeiler, das sind Pfeiler von römischen Bädern. Und diese römischen Bäder waren seit dem 2. Jahrhundert hier. Also die Römer waren schlau und haben sich etwas gebaut, damit sie es etwas wärmer hatten im kalten Zürich. Und diese Bäder waren für mehr als 1000 Jahre in Betrieb oder länger als jede Schweizer Uhr bis heute funktioniert hat. Also das heißt, bis im 13. Jahrhundert. Das ist im 13. Jahrhundert passiert. Naja, die Kirche ist etwas konservativer geworden und hat die Bäder verboten, weil Leute nackt draußen Bäder genommen haben, was eine riesige Provokation war im Mittelalter. Also sind leider die Bäder die letzten 700, 800 Jahre etwas zerfallen. Trotzdem sehen Sie noch, was über war, sehen Sie auch eine schöne Zeichnung hier an der Wand, wie das Ganze denn so funktioniert hat vor 2000 Jahren. Man sieht, das war eigentlich die erste Bodenheizung. Da, wo ich stehe, war ein Feuer und da, wo Sie stehen, ist die heiße Luft unter dem Boden zirkuliert. Und hier sehen Sie auf diesem Bild, wie die römische Stadt Zürich aussah vor 2000 Jahren. Noch nicht viele Häuser, etwas sumpfig, trotzdem sieht man einen Hafen und dieser Hafen ist das Hotel Storchen, das Sie vorher gesehen haben. In diesen vier Fenstern sehen Sie auch, wie der Boden aussah vor 2000 Jahren, was man hier gefunden hat, die Reliquien. Hier sehen Sie den Turm von St. Peter. Wir sind ein bisschen stolz drauf hier in Zürich, dass wir das größte Zifferblatt in Europa auf einem Kirchenturm haben. Nämlich mit 8,6 Meter Durchmesser, ein halber Meter größer als das Zifferblatt auf dem Big Ben in London. Und ja, es ist auch das zweitgrößte Zifferblatt der Schweiz. Nur von der Bahnhofsuhr in Aarau wird es noch getoppt. Und jetzt sehen Sie diese Ziffern. Das heißt, wir haben ja den Ruf, sehr pünktlich zu sein in der Schweiz und auch in Zürich. Das ist wohl so, weil seit dem 14. Jahrhundert so ein großes Zifferblatt hier auf dem Turm ist, dass wir überhaupt keine Entschuldigung haben, mal zu spät zu sein. Wir sehen das wirklich von überall in der Stadt Zürich. Und jetzt sage ich Ihnen, wenn Sie genau auf das Zifferblatt schauen, entdecken Sie einen Fehler. Obwohl die Römer vor 2000 Jahren hier waren, ist eine der römischen Zahlen falsch.
nämlich die 4. Normalerweise sieht eine römische 4 doch so aus. Ein Strich und ein V. Hier haben wir aber 4 Striche. Wieso das? Diese Frage habe ich einem Schweizer Uhrmacher gestellt. Und die Antwort, die ich bekam, war mit einem Lächeln: Naja, sieht einfach schöner aus. Ist symmetrischer zur 8. Oder wenn wir zurückdenken an die Reformation, dann gibt es auch noch ein lokales Gerücht. Man sagt sich ja, ja, man muss bescheiden sein, man muss hart arbeiten, man darf nichts dekorieren und erst dann wird man belohnt. Erst im Leben danach wird man belohnt. Das war zumindest das Gedankengut, das gepredigt wurde in der Reformation. Was hat das jetzt mit dieser 4 zu tun? Naja, nur so kann man die 4 sicherlich von der 6 unterscheiden und hört nicht zu früh auf zu arbeiten. Wegen dem ist so die 4 und die 6 etwas unterschiedlicher, wenn man 4 Striche hat. Also wenn Sie wollen, wenn man wieder Uhren kaufen kann, achten Sie darauf, dass die 4 wirklich falsch ist, sonst ist Ihre Uhr falsch. Hier sehen Sie einen weiteren Beweis, dass Zürich eine Stadt mit römischen Fundamenten ist. Nämlich kommen wir jetzt gleich in einen römischen Grenz- und Kontrollposten, heutzutage der Lindenhof. Dieser Grenz- und Kontrollposten hatte den Namen Station Turicum. Man sieht es hier auf diesem Stein, Stadt Turicum. Und die Station Turicum war der Grenzposten, wo sich das Römische Reich gegen den Norden, gegen Gallien oder heutzutage Deutschland, Frankreich verteidigt hat. Und dieser Grenzposten war noch Rom. Das heißt, die Römer haben unsere ersten Steinhäuser gebaut, haben diese Gegend urbanisiert und haben die Stadt Zürich gebaut. Wegen dem ist dieser Grabstein so bekannt geworden, weil er erwähnt Station Turicum. Turicum wurde später auf Italienisch Zuricum ausgesprochen. Sie sehen, wohin ich komme. Von Zuricum kommt auch der Name Zürich. Also die Stadt ist nach ihren lateinischen Wurzeln benannt, weil eben die Römer die ersten waren, die Steinhäuser gebaut haben. Also ein Teil der Mauern, die Sie hier sehen, gehen zurück 2000 Jahre. Gerade einen Schluck Zürichwasser. Von hier unten würde ich trotzdem nicht trinken.
Ja, hier sehen Sie die Zürcher Altstadt nochmals von oben. Nämlich nennen wir diesen Teil der Altstadt auch das Dörfli, das Dörfchen, weil es sehr viele kleine Bars und Restaurants hat. Also wenn ich oder meine Freunde in die Altstadt gehen, dann sagen wir einfach, wir gehen ins Dörfli. Und dann meinen wir natürlich, dass wir auf diese Seite vom Fluss gehen, da dies die Partyseite ist. Man sieht auch noch zwei wichtige, schöne Gebäude, ganz große Gebäude. Eines hat ein grünes Dach, das ist die Universität Zürich. Und das andere große Gebäude mit der braunen Kuppel, das ist die ETH Zürich. Die ETH Zürich ist noch viel wichtiger für Zürich und die Schweiz und viel bekannter auch. Sie ist nämlich quasi das MIT der Schweiz. Es ist eine der Top 20 Universitäten weltweit mit einigen Nobelpreisträgern, die hier unterrichtet oder geforscht haben. Nämlich haben wir einen kleinen Weltrekord. Wir hatten 27 Nobelpreisträger, die hier entweder geforscht oder unterrichtet oder studiert haben. Und von diesen 27 waren nur 4 Schweizer. Das zeigt, wie intelligent wir sind. Wir haben alle intelligenten Leute von der ganzen Welt hier nach Zürich gebracht. Und das war nämlich schon die Idee von Alfred Escher, als er das Eisenbahnwesen aufgebaut hat, hat er gesagt, ich brauche die schlauesten Leute aus der ganzen Welt im 19. Jahrhundert. Und ja, er hat das geschafft. Albert Einstein war hier, hat hier unterrichtet, in Bern gelebt und gearbeitet. Und auch Wilhelm Röntgen war hier am Forschen. Herr Röntgen war nämlich der Erfinder der Röntgenstrahlen, wie Sie sich vielleicht vom Namen denken können. Also die ETH bis heute ein sehr toller Forschungsstandort. Sehen Sie sogleich, dass nicht nur zu Römerzeiten diese Anlage für die Verteidigung genutzt wurde, sondern auch viel später, nämlich als ein Bunker, eine Verteidigungsanlage der Schweizer Armee und des Zivilschutzes. Und die Schweiz hat einige Bunker wie diesen. Dieser hier bietet für etwa 250 Leute Unterschlupf im Notfall. Und ja, wir haben einige solche Bunker nicht nur hier öffentlich zugänglich für den Schutz der Bevölkerung, sondern auch in unseren Häusern. Wo andere Leute den Wein lagern, hat der Schweizer eine solche Bunkertür. Das heißt, das Ziel war, dass jeder einen Bunkerplatz hatte. Und Sie können sich vorstellen, wie die Schweiz im Untergrund aussieht, nämlich wie ein Schweizer Käse mit sehr vielen Löchern. Und das wurde auch gewährleistet. Also bis 1989 musste man obligatorisch einen Bunker bauen, wenn man ein Haus gebaut hat. Jedes Schweizer Haus, das so alt ist, hat einen Bunker. Und wir haben Bunkerplätze für den Schutz von bis zu 5 Millionen Leuten. Nur leider haben wir jetzt 8 Millionen.
weil 1989 war der Kalte Krieg zu Ende und haben wir es doch nicht mehr ganz so ernst genommen mit dem Bunkerbauen. Aber vielleicht wird uns das jetzt zum Verhängnis, weil wir hatten gerade kürzlich einige Bedrohungen für die Schweiz. Die erste ist vor ein paar Jahren herausgekommen. Nämlich im Kanton Bern war ein Schüler unter einer falschen Identität auf der internationalen Schule. Und als wir später herausgefunden haben, wer er war, waren wir etwas geschockt. Sein Name ist nämlich Kim Jong-un. Das heißt, er ist der Diktator von Nordkorea. Und wir hoffen jetzt mal, dass er nicht wütend ist auf seine Lehrer. Und sonst hätten wir immerhin unsere Bunker. Aber eine Atombombe ist wahrscheinlich nicht die dringendste Gefahr für die Schweiz. Vor etwa einem Jahr konnten die Bunker effektiv genutzt werden. Nämlich in den Grenzkantonen konnten Flüchtlinge beherbergt werden. Weil es hat einige Betten, es hat eine gute Infrastruktur hier im Untergrund. Klar, es ist natürlich nicht so schön, unter dem Boden zu leben. Man probiert auch bessere Flüchtlingszelte und Lager aufzubauen in der Schweiz. Aber einfach als Notlösung, als wirklich der Flüchtlingsstrom sehr groß war, konnte man diese Armeebunker nutzen. Und gerade in dieser Woche heute haben wir leider eine neue Bedrohung von einem unsichtbaren Feind auf der ganzen Welt. Und ich hoffe, die Schweiz, wie auch alle anderen Länder in Europa, in der Welt, werden diesen Feind besiegen. Und ja, unsere Ärzte, unser Pflegepersonal leistet so viel, um jetzt diesen Feind zu besiegen. Wir haben die Kapazitäten erhöht. Zum einen haben wir diese Bunker, die wir nutzen können. Zum anderen haben wir eine sehr starke, sehr große Armee, einen sehr großen Zivilschutz. Unser Verteidigungsminister Ueli Maurer hat einmal gesagt, wir werden die stärkste Armee der Welt haben. Da hat natürlich Barack Obama, der damals noch im Amt war, gerade Angst bekommen. Nein, wir haben natürlich eine veraltete Armee mit Kampffliegern, die aus den 80er Jahren sind und manchmal abstürzen. Also Sie müssen keine Angst haben. Die Schweizer Soldaten sind auch immer nur mit einem Schweizer Taschenmesser bewaffnet und dürfen die Armeewaffe nicht mehr nach Hause nehmen. Also alles keine Gefahr. Aber was wir haben, ist eine tolle Mentalität, dass jeder Schweizer Mann und die Frauen freiwillig Armeedienst oder Zivilschutz leisten. Und ich selber war nie so ein Fan davon. Aber in so einer Not- oder Krisensituation sieht man, dass das ganze Land zusammenhält. Dass die Armee, dass der Zivilschutz die Kapazitäten der Spitäler extrem ausbauen kann, dass teilweise Untergrundspitäler in den Bergen, in den Bunkern existieren, die jetzt genutzt werden können und dass wir so unsere Kapazitäten erhöhen können, um auch in Fallen einer Krankheit, eines Viruses zu reagieren und unseren Leuten einen Schutz zu bilden. Und deswegen hoffe ich, dass wir trotzdem eine sehr schöne Tour hatten, und dass Sie von zu Hause diese Tour verfolgen, genießen konnten, die wunderschöne Stadt Zürich sehen konnten. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Zeit und Sie haben auch noch ein paar spannende Fragen gestellt online. Und ja, ich freue mich, Sie wieder live vor Ort begrüßen zu dürfen auf einer Tour mit einer echten Gruppe. Aber trotzdem schön, dass wir in dieser Krisenzeit für Unterhaltung beitragen können und auch die Geschichte der Stadt Zürich, der Schweiz aufzeigen können zu allen Ihnen zu Hause. Und ich hoffe, Sie sind wieder zu Hause geblieben und gehen jetzt auch über die Ostertage nicht zu fest raus. Bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund in dieser schwierigen Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute.